the naming of the dwarf, das ist die Beast Breakfast. Ja, jedenfalls, wollten wir uns gerade umziehen gehen und ich wollte dann noch eben schnell mich abduschen, ne? Und hab dann quasi die Ausfahrt zu der Dusche verpasst und spontan eine Bremsung hingelegt und dabei bin ich ausgerutscht, mich hat's total hingelegt und dann bin ich noch ein Stückchen weiter geschlittert auf dem nassen Boden mit dem Knie gegen eine Tür und da ist jetzt so zwischen Gelenk und Kniescheibe bin ich gegen die Türkante quasi und da habe ich jetzt einen Schnitt im Knie und es ist geprellt oder verstaucht oder was weiß du nicht, also tut ziemlich weh und ist geschwollen und ist ungut. 2019 hört großartig auf. Ah, Jäger, was führt euch diesmal zu uns? Wir suchen jemanden. Habt ihr den Mann auf der Zeichnung gesehen? Genügt es euch nicht, einen Gott zu jagen? Nun seid ihr auch noch hinter einem Hyuran her? Nein, bitte versteht uns nicht falsch. Der Hyuran ist keine Beute, sondern unser Freund. Euer Freund? Dann bin ich beruhigt. Uns ist er ein gern gesehener Tauschpartner. Tankard war also tatsächlich hier. Eines Tages kam ein in Fell gekleideter Mann aus der Wildnis zu uns. Er war erschöpft und ausgemergelt. Er schlug uns einen Tausch vor. Er wollte uns bei der Jagd helfen, wenn wir im Gegenzug passende Kleidung für ihn besorgen. Das haben wir getan und er hat sein Wort gehalten. Er ist ein guter Jäger. Wo steckt Tankred jetzt? Als wir ihm erzählten, dass die Verbundenen ihren Gott rufen wollten, ging er nach Lothasgnath, um sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen. Nach Lothasgnath? Oje! Midovni sprach davon, dass sich die Naht erholt hätten. Wenn sie nun sogar ihre Prima Ravana erneut beschwören, ist die Lage mehr als ernst. Wir müssen uns beeilen. Ehrenwerte Erzähler, du darfst gleich Ravana nochmal machen. Ah, ja, oh cool. Wir danken euch für diese wertvolle Information. Wir werden unverzüglich bei Lothasgnath nach unserem Freund suchen. Ihr tut gut daran, Freundschaft in Ehren zu halten. Eile ist geboten. Bevor die Gnath euren Freund fangen und ihn Ravana als Opfer darbringen. Was perfekter Abschluss für das Jahr 2019, ja. Mega geil. Mega. Komm her. Das Leben ist toll. Ah! Privates Taxi, perfekt. Nein, nicht untersuchen. Naja. Aber zumindest habe ich Kindersekt. Am Start. Ja, ne? Geht die Party ab. Dutz, dutz, dutz. Und was machst du so? Wie geht's deiner Mutter? Die hat sich ja auch am Fuß verletzt, meintest du, ne? Also ich rede jetzt mit dir, oder? Also, ich war gerade unglaublich verwirrt, weil meine Mutter ebenfalls und ich dachte gerade, wie zum Fick kannst du das wissen? Ich weiß alles, ich bin überall. Jesus, ich habe mir gerade richtig Sorgen gemacht. Da links, links, wo das Feuerhexagon schwebt. Alter, aber passt schon. Warte, da. Du meinst das nicht da? Ich meine das da. Egal, ja, whatever. Ah, ja, eh schon besser, okay. Ja, gut. Ach, da. Dann kannst du ankommen und zocken, oder nicht? So, und jetzt? Achso, jetzt, okay, da ist der Zielort. Schön. 5 Meter weiter. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, es kommt sogar Voice Acting, ich bin nicht sicher. Feuerweg, Feuerweg! Kampflärm. Ah, womöglich tatsächlich. Sitzt Tankred da drin in der Falle. Los, schnell! Ja, mach. Los, schnell! Und guckt erstmal 10 Sekunden den Turm an. Hey, da ist er ja schon wieder. Ah, warte, das ist der Krieger der Dunkelheit, oder? Und seine tollkühne Crew. Oder sind das andere? Jo, wenn ich nicht arbeiten müsste. Oh, das ist bitter. Du bist erst wieder um 9 zu Hause oder so, ne? Oder verfügbar.
sozusagen. Ja, um circa 9 werde ich wahrscheinlich wieder aufhören. 9 oder 10. Ist doof. Ist doofes Timing, aber am 1. mit 1. hat sich die nach Ungarn-Fahrerei dann erledigt. Wir werden euch Asiens vernichten und die Geschichte, die ihr verzerrt habt, wieder in Ordnung bringen. Heldenhaftes Gebaren, doch töricht. Glaubt ihr wirklich, so die Welt retten zu können? Das werden wir, Asien. Das werden wir. Meine Güte, hey, so bin ich ja lang vor den Shadowbringers, beziehungsweise fertig damit. Du bist also der Krieger des Lichts, der Retter Eorzeas. Falls du den Primai erledigen wolltest, kommst du zu spät. Wir haben kurzen Prozess mit ihm gemacht. Ja, cool. Er hat eine völlig fremdartige Ätheraura, aber ich spüre keine Besessenheit. Wer seid ihr und warum habt ihr gegen Ravana gekämpft? Los, mal sehen, was die so drauf haben. Na, so schnell schaffst du es nicht, ist mir eh lieber, wenn wir gleich weit sind. Na, schauen wir mal. Das sind aber ziemlich arge die Leute hier. Ich habe schon so eine ungefähre Ahnung, was gerade passiert. Oder eine Idee. Oh, das ist jetzt der Tankred. Da ist er, der krasse Boy. Oh Mann, richtiger Anime-Auftritt. Cooler Typ. Oh ja, jetzt noch irgendeine krasse Musik und dann let's go, komm. Wow. Was fällt dir ein, dich einzumischen? Sagt er mit dem fröhlichen Gesichtsausdruck. Heftiger Anime-Moment, ja wirklich. Krieger des Lichts, merkt dir unsere Gesichter. Wir sind die Krieger der Dunkelheit. Wir beschreiten einen anderen Weg als du, doch unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Ja. So viel dazu. Die Krieger der Dunkelheit. Was hat das bloß zu bedeuten? Hast ein Auge verloren? Nidhogg 2.0. Tankred, du lebst. Ja, da. Ha! Ich würde gerne in Ruhe mit euch plaudern, doch wir sollten von hier verschwinden, bevor die Gnar zurückkommen. Okay. Also ich hätte ja geglaubt, diese Krieger der Dunkelheit sind ja die Leute, die im Trailer von 1.0
in diesem Krieg gekämpft haben, im allerletzten, wo dann quasi 1.0 unterging und Bahamut Berserker gegangen ist. Ne? Und die wurden dann von Louis Soir, oder wie er hieß, wegteleportiert. Ne? Ach super, jetzt habe ich wieder eine Katze hin und kann nicht ausreden. Katz! Tagred, eins muss man dir lassen, du hast wirklich ein Talent für dramatische Auftritte. Sag mal, hast du Nidhogg schon erledigt? Jein. Ich habe die einäugige Version habe ich erledigt, aber die zweiäugige noch nicht. Die kommt jetzt noch dann irgendwann demnächst. Dann muss ich wohl das Bewusstsein verloren haben. Vermutlich lag ich irgendwo weit in den nächsten ein, zwei Stunden, nehme ich mal an. Es hat etwas gedauert, bis mir klar wurde, dass ich durch einen antiken Teleportzauber in Sicherheit gebracht worden war. Damit hast du mir vermutlich das Leben gerettet. Danke. Ach, Tancred. Allerdings hätte ich mir etwas mehr Komfort gewünscht. Wow. So war ich mitten in der Wildnis auf mich allein gestellt. Das ist ein süßes Hörnchen. Und putzig. Ganz nackt von Kopf bis Fuß. Ein Obsidiansplitter diente mir als Messer, mit dem ich auf die Jagd nach Fleisch und Fellen ging. Es war ein harter Kampf ums Überleben, sag ich euch. Meine Suche nach einer Siedlung führte mich schließlich zu den Wart. Tja, und die haben mir ausgeholfen. Harter Kampf ums Überleben. Der hat da gerade übelst die Show hingelegt, weißt du? Der springt da rum wie so ein Wahnsinniger. Und dann ist er überfordert mit einem Eichhörnchen, Mann. Oder wie? Das warst tatsächlich du. Mit einem Bären? Tja, der Anblick hätte euch vielleicht amüsiert. Aber es war einfach nicht mein Stil. Zum Glück konnte ich die Wart dazu bringen, mir Kleidung zu besorgen, die mir besser steht. Lol, soweit ich weiß, mich erinnern kannst du die Krieger der Dunkelheit nachher, wenn es dort gekommen oder ich mich dachte, nee, sie waren sogar schon... Ich habe sie sogar schon vorher in Heavensward gesehen. Oder war es sogar in ARR schon bei dem Kristallturm? Also hast bin du mir gerade nicht sicher. Früher oder später in ich glaube, in Heavensward habe ich sie das erste Mal gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Ganz genau. Allerdings hatte ich nicht mit diesen unfreundlichen Gesellen gerechnet. Ich würde auch sagen, Fira, bitte jetzt die Klappe halten, ansonsten spoilerst du ein bisschen. Nee, das ist von wegen... Das Ganze, wo du jetzt siehst, sollst du gut im Kopf behalten, dann später für Shadowbringer. Okay. Dodo, grüß dich! Servus! Wir haben gegen einen Ashien gekämpft und Ravanna besiegt. Sie müssen über übernatürliche Kräfte verfügen, ähnlich wie die Kraft des Transzendierens. Was geht ab, Dodo? Was hast du vor zu Silvester? Wie sieht dein Silvester aus? Fährst mit deiner Frau einfach ganz im gemütlichen Kreis zu zweit? Meine, wieso hören die Cutscenes eigentlich auf? Unter den Abenteuern, die dem Bund der Morgenröte dienen, gibt es mehrere, die mit der Kraft des Transzendiers gesegnet sind. Was geht da? Was? Was denn? Diese Kraft haben wir es zu verdanken, dass wir der Primai-Bedrohung überhaupt etwas entgegenzusetzen haben. Aber wenn nun die Krieger der Dunkelheit ebenfalls diese Kraft besitzen, wer weiß, zu welchem Zweck sie sie einsetzen. Wir müssen mehr über sie herausfinden, woher sie kommen und was sie vorhaben und wieso sie uns feindlich gegenüberstehen, statt für unsere Sache zu kämpfen. Sie wären ausgezeichnete Mitstreiter. Neue Talente zu entdecken und zu fördern ist schließlich auch Aufgabe des Bundes. Weißt du noch, Shadon, wie Ida und Papalimo dich angeworben haben? Nein, wir treffen uns bei Freunden, die haben so Gruppenspiele vorbereitet. Gemütliches Zusammensitzen halt. Was steht bei dir an? Sage ich dir gleich, Sekunde. Diese Krieger der Dunkelheit verstanden es, mit ihren Waffen umzugehen. So viel war klar. Und an der Art, wie sie sich positioniert haben, hat man erkannt, dass sie nicht zum ersten Mal gegen einen Primai gekämpft haben. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir ihre Existenz nie bemerkt haben. Dafür wird es einen Grund geben, aber wir wissen einfach noch zu wenig. Jedenfalls sollten wir wieder auf Nier davon in Kenntnis setzen, dass Ravanna besiegt und die Gnar fürs Erste ruhig gestellt sind. Vielleicht ist sie jetzt bereit, uns nach Ishgard zu begleiten. Ich werde mich für eine Weile absetzen. Die Gedankenkommunikation der Gnar kollidiert mit meiner Gabe, die Grenzen der Sprache zu überwinden, was mich ein wenig irritiert. Ich werde Matoya einen Besuch in der Höhle abstatten. Es wird Zeit, dass wir Fortschritte bei der Suche nach Minfilia machen. Minfilia? Ist sie etwa auch verschollen?
Tankred, begleite uns. Ich werde dir unterwegs erzählen, was in deiner Abwesenheit passiert ist. Also bei mir steht an, eigentlich kannst du es dir eventuell schon fast denken. Weißt du ja, was wir so jeden Sonntag machen, ungefähr dasselbe wird. War zu Weihnachten und wird jetzt auch zu Silvester sein. Also ich fahre jetzt dann nach dem Stream wahrscheinlich so gegen 9 oder so wieder rüber nach Ungarn, zu der Mutter meiner Freundin und meiner Freundin. Und dort werden wir dann heute noch schlafen, morgen aufstehen, den ganzen Tag vermutlich nichts machen. Und dann am Abend um 12 Uhr kurz rausgehen, anstoßen, das Feuerwerk angucken und ein Gläschen Sekt trinken. Wobei meine Freundin nur Kindersekt, den ich heute besorgt habe, weil sie verträgt absolut keinen Alkohol. bin ich jetzt schon zu weit, ne? Und ja, dann werden wir wahrscheinlich schlafen gehen. Also, das ist so, ne? Oh, yippie! Ich hoffe, dass dich das nicht ganz zu sehr fertig macht. Irritiert schon etwas, muss ich sagen. Also fertig machen tut es mich nicht, aber manchmal denkst du dir dann so, könnte jetzt echt schöner sein gerade. Hätte ich gerade zu viel anderen Lust. Vor allem, weil ich meine Familie dabei halt auch überhaupt nicht sehe. Also ich muss mich quasi entscheiden, entweder sehe ich meine Freundin oder ich sehe meine Familie. Und das ist halt auch ein bisschen lästig, muss ich sagen. So, sind wir wieder da, ne? Willkommen zurück. Wo habt ihr den Ritter gelassen? Oder ist sie bereits heimgekehrt? Lucia ist in Ishgard, aber wegen ihr sind wir nicht hier. Wir wollen dir berichten, was sich bei den Nav zugetragen hat. Die Primae, den sie riefen, Ravana, ist besiegt. Eure Stärke ist tatsächlich beachtlich. Nun ja, Ravana fiel doch nicht durch unsere Hand. Wir kennen nicht einmal den Namen der Krieger, die ihn besiegten. Sterbliche Krieger, die einen Primae zur Strecke bringen, der Schock wird den Nav sicher arg zusetzen. Hoffentlich sehen sie ein, dass sie den falschen Weg beschreiten und lassen ab von ihren Beschwörungen. Wir werden sehen. Da ihr nun zurück seid, habe ich eine Bitte an euch. Ich möchte, dass ihr eine Nachricht nach Ishgard tragt. Eine Nachricht? Deine tiefe Stimme ist irgendwie passt, ich bin ein Drachen. Meinst du nicht? Brauche ich eine Drachenstimme? Orina Drachenstimme. Okay, dann. Weil die reden ja dieses mit Eve. Na, ihr, seid jetzt weiter, ich finde es viel besser. Das ist einfach die Drachensprache, die passt so geil. Ja, aber wie willst du denn das machen? Gar nicht, einfach lassen. Okay. Ja, eine Nachricht von mir an Großmeister Emmerich. Meine Antwort auf seine Einladung. Denn ich habe mich darüber mit Resfelger beraten. Voice Mod Fail. Resfelger sprach mit mir über den Elysee namens Shiva. Sie hatte einen Traum von Frieden. Es war ein Ishgarder, ihr erster König, der Verrat übte und diesen Traum zunichte machte. 1000 blutige Jahre später erschien wieder eine Frau, die denselben Traum träumte. Ihr habt sie kennengelernt, sie kämpfte und tötete, um den Kämpfen und Töten ein Ende zu bereiten. Sie war sich ihres Widerspruchs bewusst, doch kannte sie keinen anderen Weg. Es ist das alte Lied, wer ist im Recht, wer im Unrecht? Führt unser Weg ins Licht oder in die Dunkelheit? Die Wahl hat jeder selbst. Und ich habe meine Wahl getroffen. Ich werde meine Schwingen aufschlagen und aufsteigen, dem Himmel entgegen, von dem ich glaube, dass er ins Licht führt. Und dieser Himmel liegt ostwärts. Bedeutet das, dass... Midovnir, der weiße Drache, nimmt die Einladung an und fliegt nach Ishgard. Das ist die Nachricht, die ich euch nach Ishgard zu tragen bitte. Verstanden, großer Midovnir. Wieso, also große, ich dachte mir schon. Wir werden die Nachricht überbringen und wir danken dir im Namen Ishgards. Hola. Grüß dich. Servus. Was geht ab? Ach, gerade noch ein paar Blaumagers Fels gefarbt und jetzt die Schnauze voll. Aus dem Sale ein paar Games könnten? Nee, absolut nicht. Ich spiele eigentlich nur Final Fantasy momentan und... Also nee, ich habe mein Geld anderweitig investiert, zum Beispiel in den Greenscreen da, ne? Und die Lichter, die den Greenscreen beleuchten, weil meine Beleuchtung war nicht ausreichend. Isael, wird sich dein Wunsch also doch noch erfüllen? Jetzt kannst du nämlich so Dinge, coole Dinge machen, wie hier so einen animierten Hintergrund haben, und das finde ich ganz cool.
ist jetzt so ans neue Jahr eingelegt. Welcher Greenscreen? Ich sehe ihn nicht. Warte, warte. Während der Bund der Morgenröte das Wiedersehen mit dem verlorenen Freund. Es gibt übrigens Soundcommands, ne? Stehen unterm Stream. Ein niederträchtiges Komplott. Den gibt's nicht. Ich wollte ja nicht alles wegnehmen, ne? Als Usurpator brandmarkte und in einem feigen Attentat gipfelte. Tiefer. Entsetzt sah das Volk des Blutes Befehlers war jetzt die sehr treffend, der Soundcommand zu der Szene, ne? Ishgards Kampf um den Frieden war noch nicht vorbei. Ich habe nur ein Problem mit den Sound Commands, und zwar genau das ist das Problem. Ich habe eigentlich eingestellt, dass die Dinge jeder einzeln eine Minute Cooldown hat, global. Ne? Und irgendwie müssen die Leute trotzdem immer eine Minute warten, bis sie den nächsten Sound Command benutzen können. Und das verstehe ich nicht so ganz. Ich gucke gerade nochmal rein. Warte, ich mache gerade mal. Achso, das sieht man jetzt gar nicht. Okay, das ist doof. Wieso sieht man? Ja, gut, dann machen wir wieder so. Ich wollte eigentlich irgendwo Soundfiles, also wenn ich hier auf Commands gehe und dann beispielsweise auf Kamehameha Edits, Cooldown eine Minute, ne? Aber irgendwie müssen die Leute trotzdem warten. Usage Stream Chat. Enable True Group General. Ich bin mir nicht sicher, wieso da ein interner Cooldown dann drauf ist, also auf verschiedene, weißt du? Oder muss ich einfach alle auf Null setzen, aber das wäre auch blöd.